Herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play F1 2011 und es geht weiter im Rennkalender. Wir müssen nach Europa und ja, Europa gesagt, besser Valencia, Spanien. Die ist eine Saison 2013, die beiden Rennen von Spanien nicht mehr geben wird. Also wird Valencia und Barcelona immer im Wechsel stattfinden, so wie es aussieht momentan. Und ja, wollen wir auch jetzt mal einsteigen. Schnellste Rennrunden 31. Gewonnene Konstrukteurs-WM eine. Ha, zweites Jahr sieht auch schlecht damit aus, sage ich. Also jetzt im zweiten Jahr von Sauber. In der dritten Saison natürlich. Obwohl das Rennen in Kanada Hoffnung macht für Sauber. Platz 1 und 2. Ich wiederhole es bloß nochmal gerne. 1 und 2. Da haben wir so einiges gut gemacht, was wir die letzten beiden Rennen versaut hatten. Und wollen wir mal gucken, was diesmal für News ist. Beförderung auf seinem Status, war ich das schon letzte Saison? Naja, gut. Also ich glaube, Fahrer Nummer 1 kann man nicht mehr zu werden. Und wir haben mal ein komplett trockenes Wochenende. Yeah! So, und wollen wir gleich aufgehen ins Rennen. Muss man auch wieder hier einen Timer setzen. Ich vergesse mir jedes Mal den Timer zu setzen. Ich finde, es ist eine Übersicht davon. Ja. Grand Prix haben wir bisher gefahren. Ja, an die 100 werden wir niemals rankommen, leider. Ach ja. Hi. Hi. So, und wir haben diesmal sogar kein Ziel. Das ist auch schon mal was Schönes. So, das heißt, wir können in Ruhe testen heute. Na gut, was heißt in Ruhe? So wirklich lange testen tun wir natürlich dann auch immer nicht. Aber naja, gut, das ist immer was anderes. So, wir warten natürlich mal wieder so auf einen von den stärkeren Leuten. So wie jetzt den Maldonado, der vor dem Hamilton ist. Und ich los mal mein Setup laden. So, was war das eigentlich? Was haben wir? Oh, wir haben Pakete. Das kannte ich ja schon. Bremsknöpfe, wieso macht die alle immer nur was für die Bremsen? Aber die kleinen, geringfügig, die fast nichts wirklich bringen, das sind immer andere Sachen. So, wollen wir mal. Aber wir fahren erstmal raus in Ruhe. Letztes Jahr war es hier ein recht turbulentes Rennen, da ich ja außerdem den Vettel abgeschossen hatte. Und ja, sagen wir es mal so, ne, da habe ich eine Strafe bekommen, die ich auch akzeptiert habe natürlich. Und oh, gut, das fängt schon mal gut an. Also das war schon mal ein guter Start ins Wochenende in die erste Kurve. Gut, ja. Wollte ich jetzt sagen, achso, letztes Jahr, ja gut, dann musste man natürlich von hinten wieder durch das Feld arbeiten. Und ich muss die Strecke erstmal wieder leeren. Und, oh, auch mal versuchen ohne Dreh rauszukommen. Und die Reifen erstmal auf Temperatur zu kriegen. Ich hoffe mal die Reifen, ja gut, die Hinterreifen sollten ja fast jetzt schon warm sein, so wie ich die da fast zweimal durchdrehen lassen habe. Und ich bin auf jeden Fall mal wieder hier gespannt auf dieses Wochenende. Also die Strecke bietet eigentlich sehr, sehr schöne Stellen zu überholen. Das ist somit das Einzige, was ich so an der Strecke wirklich schön finde. Ansonsten halte ich nicht so viel von Valencia. Wirklich bloß schön zu überholen, aber naja, gut. Vielleicht nicht unbedingt so ein bisschen clever, die Formel 1 zweimal in ein Land zu bringen, wo vielleicht auch so ein bisschen, naja, Geldknappheit herrscht.
Weil alle Südstaaten sind ja so ein bisschen betroffen davon, diese Finanzkrise, Euro-Finanzkrise. Na gut, aber das ist ja wieder ein anderes Thema. So, jetzt wollen wir fahren. Sieht auf jeden Fall, die Reifen sind auf Temperatur. Sollte auf jeden Fall. Die Reifen sind jetzt schon auf Temperatur. Sieht man auf jeden Fall, der Wagen bricht fast gar nicht mehr aus, so wirklich. Okay, Sektor 1 ist gar nicht so schlecht dafür, dass wir das ohne Traktion und ohne DRS und KS gemacht haben. Ich denke mal allerdings, hier werden wir jetzt richtig viel Zeit verlieren. Können wir hier ein bisschen später auch wieder bremsen. Und mal gucken, was der zweite Sektor uns gleich sagt. Immer Vorsprung. Mensch, sollte es aber jetzt wieder in Topform sein. Ach, und das war hier meine Lieblingsstelle letztes Jahr. Achso, ich wollte den Flügel noch gar nicht aufmachen. Ich musste bloß gerade an letztes Jahr denken, als wir uns ja an dieser Stelle gleich dreimal weggehauen haben oder so. So, und jetzt werden wir es natürlich mit KS und DS probieren. Gut, und das ist schon mal Platz 1 vorerst ohne die Hilfe, sag ich mal. Sektor 1 jetzt sagt, ob da KS viel bringt oder nicht so wirklich. Ja, doch, 15. auf jeden Fall. Und DRS. Hier auf der langen Dran, das ist ja auf jeden Fall auch noch sehr, sehr viel mehr bringt. Jetzt sind wir schon allein schneller als letzte Runde auf der Geraden hier. Das schaffen wir mal gerade im knapp 285, glaube ich. Zweiter Sektor, was sagst du mir diesmal? 1,1 Sekunden, sogar nochmal schneller. Den muss ich mal ein bisschen üben. Und wir haben ja knappe 1,3 Sekunden. Können wir schneller fahren mit KS und DRS. Ein Stückchen schneller. Gerade hier wieder. Ja. Okay, ich war auch schon wieder draußen. Nochmal ein bisschen schneller.
die Stelle irgendwie. Ne, hier klappt das noch nicht so wirklich. Weil ich noch so viel Reifenverschleiß auf jeden Fall. Und was haben wir diesmal? 1,38,0. Ups, so, und jetzt dreh ich weg. Your front wings taken some slight damage. Stay out unless it's causing you problems. Ich komme jetzt in die Box. Das ist heute ausreichend fürs Training. Bin damit sehr, sehr zufrieden. Hätte nicht gedacht, dass der Sauber jetzt so konkurrenzfähig nochmal wird. Car repairs have set us back a little. Ah ja. Gut, ich denke mal, mit 1,38,0 sind wir ganz gut dabei. Wir werden mal zum Qualifying springen. Well done. First place. Great job. Gut. KI war noch nicht so wirklich erfolgreich hier.